Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Hallo, Frau Fuchs. Ja, also der Herr Roggendorf hat ja schon erzählt, was so die Hauptpunkte sind, die auch in der App vereint sind. Das heißt aber auch ganz viele Punkte, wo die Leute zu Fragen stellen können. Deswegen haben wir das Nina Helpdesk ins Leben gerufen. Was macht das Nina Helpdesk? Ja, also wir sind mehrere Kollegen, die Nutzeranfragen per E-Mail oder auch in den App-Stores, die gestellt werden oder per Telefon, die beantworten wir da. Wir helfen da, wir leisten Hilfestellungen während der Servicezeit von montags bis donnerstags von 8 bis 16:30 Uhr und freitags von 8 bis 15 Uhr. Und dann natürlich ist immer ein Kollege noch, der auch danach immer noch aufs E-Mail-Postfach guckt oder bei den Stores. Sollte es zu irgendeiner technischen Störung oder sonst irgendwas kommen, dann können wir auch dort schnell antworten und auch den Nutzern helfen. Ja, das ist doch wunderbar. Und das Helpdesk gibt es auch schon genauso lange wie die App, schon 5 Jahre, oder? Genau, richtig. Genau. Und da stehen also mehrere Kollegen hinter. Sie Ja. sind jetzt das Gesicht, merken sich Christiane Neusser, falls Sie jemals dann Fragen stellen, kann es sein, dass Sie entweder auf Frau Neusser treffen oder auch auf eine der Kolleginnen oder Kollegen, Richtig, die das ja. unterstützen, damit man eben auch diese lange Zeit abdecken kann. Genau. Ja, welche Fragen haben denn die Menschen, die so anrufen? Ich meine, wir haben drei Bereiche eben gehört. Aus welchen Bereichen kommen denn die Fragen oder Wünsche Also, nach Hilfe? ja, also als erstes, das fängt damit an, wo kann ich die App installieren? Wie mache ich die Einstellungen? Was brauche ich an Voraussetzungen? An technischen Voraussetzungen. Dann natürlich auch Nutzerfragen, ah, bei mir geht der Push nicht, die Karte stürzt ab, können Sie mir da helfen? Aber auch dann Fragen zu den Notfalltipps, zu der Warnung selber, wenn da welche Unstimmigkeiten sind, wie demnächst auch in der Corona-Lage, dass auch Fragen kommen, wo kann ich mich hinwenden? Können Sie mir da weiterhelfen? Und zum Schluss auch Verbesserungsvorschläge. Also der Nutzer bringt auch Verbesserungsvorschläge zur Warn-App Nina, die wir auch teilweise schon umgesetzt haben. In den Weiterentwicklungen der Genau. letzten 5 Jahre. Ja. Genau. Ja, das ist ja irgendwie toll. Also Sie können in eigentlich fast 100% der Fälle helfen. Ja, ansonsten haben wir noch ein großes Team dahinter stehen, also die Nina Technik. Wenn es zu sehr technisch wird, dann haben wir auch einen Informatiker dahinter und auch die Dienstleister, die dann mit Testgeräten versuchen, diese Probleme irgendwie zu lösen. Ja, und die, sagen wir, die, das hat Herr Roggendorfer ja auch schon angesprochen, Sie haben ja diesen großen Bereich irgendwie der Warnung, also erst wenn es installiert ist, dann kann man eben die Warnung, dann kann man eben auch wunderbar mittlerweile in dieser Entwicklung jetzt die Orte auswählen. Das Richtig. ist ja auch Richtig. Wir haben es jetzt so, dass früher konnte man also wirklich nur die Kreise auswählen. Mittlerweile können wir Gemeinden auswählen. Wir können auch kleiner runtergehen für die Warnungen. Da sind wir nutzerfreundlicher geworden. Das war wahrscheinlich auch Was? ein Wunsch der Ja, Nutzer genau. vorher, Das genau. war einer der großen Wünsche, die dann gesagt haben, also Kreisebene reicht uns nicht. Wir hätten gerne auch es kleiner für eine Gemeinde oder noch kleiner. Und das haben wir auch in dem letzten Version, letzten Update auch mit umgesetzt. Naja, und das Schöne ist ja im Grunde genommen, dass ich eine Warnmeldung bekomme, also sagen wir mal jetzt Warnung vor einem Großbrand, irgendwie mit Rauchentwicklung oder auch Hochwasser. Und dann gibt es eben auch direkt immer Handlungsempfehlungen. Und die sind natürlich kurz und knapp, weil man kann ja nicht irgendwie einen halben Roman irgendwie unter diese Warnmeldung schreiben. Aber dafür haben wir ja diesen Bereich der Notfalltipps. Das Genau, ist ja auch etwas genau. ganz Besonderes. Ja, wir haben dahinter noch den Bereich der Notfalltipps. Die Notfalltipps, da kann man sich informieren über bei Feuer oder bei Unwetter, bei Hochwasser oder besonderen Gefahrenlagen. Und das Besondere hierbei ist, die sind auch offline, kann man die nochmal aufrufen. Das heißt, wenn man die Warn-App einmal aufgemacht hat, in die Notfalltipps reingegangen ist, danach kann man auch offline, wenn zum Beispiel kein Netz zur Verfügung steht, kann man trotzdem diese Notfalltipps aufrufen und kann dort auch noch mal nachschauen. Ich glaube, Sie haben da für uns ein paar Screenshots vorbereitet, ne? Richtig, Dann wir können wir mal in haben die Screenshots reingucken,
wie das aussieht. Genau. Ist oben, sieht man dann auch den roten Balken mit dem Offline-Modus. Da weiß man genau, okay, momentan sind keine mobilen Daten vorhanden, aber wir können uns in diesen Notfalltipps wirklich reingehen und können dort dann auch die Informationen raussuchen. Das heißt, Offline-Modus, das heißt, das Handy ist im Grunde genommen, hat keine mobilen Daten. Keine mobilen Daten. Genau, im Flugmodus wäre es genau dasselbe. Das heißt, trotzdem könnte ich die Notfalltipps mir trotzdem anzeigen lassen. Also das heißt, wenn kein Netz vorhanden ist, Mobilfunknetz ausgefallen ist, kann ich trotzdem immer noch diese Notfalltipps sehen. Unter anderem auch, wenn ich unterwegs bin und zum Beispiel auch durch ein Extremwetter oder Ähnlichem überrascht werde, das Netz ist weg und ich möchte eben einfach mal gucken, huch, wie verhalte ich mich denn bei Unwetter? Dann kann ich auch im Offline-Modus das machen. Genau. Ja. Sehr schön. Gilt das auch für diesen Bereich mit den Corona-Informationen? Nein, bisher nur für die Notfalltipps. Also für unsere Notfalltipps, die aber sehr ausführlich auch irgendwie sind. Genau, da sind auch die Checklisten für den Notvorrat, das ist auch nochmal da aufgelistet. Und da kann man wirklich dann auch nochmal nachgucken. Ja, und zu guter Letzt, das Helpdesk hat natürlich eine eigene E-Mail-Adresse und auch eine eigene Telefonnummer. Und die bekommen die Menschen auch, wenn sie auf unsere Webseite vom BBK gehen und dann unter Ansprechpartner, da ist ja das Nina Helpdesk auch aufgeführt. Da ist es aufgeführt und auch nochmal bei uns im Impressum, da stehen wir auch relativ weit oben, auch die E-Mail-Adresse und da kann man uns erreichen. Genau, und dann trifft man eben auf Frau Neusser und das ganze Team. Wir konnten nicht alle einladen, auch das Corona-bedingt können wir eben nicht so viele Menschen jetzt auch einladen und zeigen. Ganz herzlichen Dank.